Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Pavrot TV. Mein Name ist Pavrot und wir spielen ein Community gegen den Rest der Welt. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich nochmal Tam in der Toplane spielen werde. Und mit meinem Glück kann ich jetzt ihn wirklich mal gegen meinen Erzfeind ausprobieren, gegen Riven. Ich bin jetzt gespannt, wie das Ganze gleich läuft. Hier kann ich jetzt wirklich testen, ist er duellfähig, ist er Tank genug. Und dadurch, dass ich gegen Riven spiele, werde ich ihn jetzt auch anders bauen als im letzten Gameplay. Also es ist auf jeden Fall ein anderer Build jetzt geplant. Und von daher kann ich nochmal ausprobieren, funktioniert er auch als Full Tank? Denn ich werde bauen Sunfire Cape. Sunfire Cape ist ein Muss. Gerade gegen Riven. Sunfire Cape, Righteous Glory, Spirit Visit. Das sind hier drei geile Items. Richtig geile. Also oder Sunfire, Randuins. Ich muss mal gucken, wie es gleich gegen die Riven ausgeht. Ob ich eine Chance habe, ob ich keine Chance habe. Klar ist schon mal, ich habe genug Range. Ich kann Minions ausspucken. Ich kann mit meiner Q poken. Also ich habe auf jeden Fall die Chance, sie zu töten, sie zu harassen, sie zu ärgern und eventuell auch sogar sicher zu farmen. Nur auf der anderen Seite muss ich trotzdem immer relativ nah ran oder sie kann sich hinter Minions verstecken. Also ganz so einfach ist der Spaß hier nicht. Und ich grüße den Bruder Tim vom Alistar. Oh yeah. Von unserem Alistar, das heißt von Cosmic Praise. Und jetzt geht's los. Riven ist noch nicht da. Ja, jetzt ist sie da. Das ist klar. Die hat mit einem Dorrance gestartet. Rivens, die mit Dorrance starten, sind für mich schon mal interessant. Hätte ich aber gerne getroffen. Okay, ich habe ein bisschen zu viel hier kassiert. Das Geile ist, dass Tams Auto-Attack-Range, man sieht das hier so ein bisschen, die ist ein bisschen erhöht. Schau dir das nochmal an. Die ist ein bisschen höher als von anderen Nahkämpfern. Alter, ich habe gerade Tam gespielt und da habe ich das Gefühl, wow, was hat der für einen heftigen Base-Damage. Und wenn man jetzt natürlich ganz neu erstmal so ein Spiel startet, dann denkt man sich, es ist ja gar nicht mal so viel. So. Schmeißen wir auch schön die Tränke ein. Yes, ein schöner Treffer. Ich muss aber weg. Ich muss aber weg. Ich habe noch mein Bestes versucht, aber es hat nicht sein sollen. Jetzt habe ich aber die E. Und ich habe so dieses Gefühl, ab der E wird es nochmal ein bisschen interessanter, weil Tam hier einfach die Möglichkeit hat, gegnerischen Damage einfach so ein bisschen, ich sag mal, abzublocken. Im Endeffekt blockt er den ja nicht ab, aber wenn der Schaden kommt, verwandelt sich das ja in diese graue, in diese grauen Leben. Und diese Leben, also davon regeneriert er dann einen Teil halt. So, die Qs. Ich skill jetzt mal die W hoch. Ich versuch's jetzt tatsächlich mal ganz anders. Damit ich ihn so ein bisschen teste. Das ist ja jetzt mein zweites Game. Das erste habe ich ja auch schon aufgenommen. Na, ich gönne mir jetzt auch, glaube ich, mal meine Tränke. So, wie sieht's denn jetzt aus? Ich brauche eigentlich, damit es interessant wird, 1000, glaube ich. Aber na, auf der anderen Seite müsste ich vielleicht zu, sie pusht. Sie pusht, aber egal, ich gehe jetzt zurück. Ich gucke jetzt mal nach dem Sunfire Cape. Ich könnte mir eine Chain West leisten, was auch nicht schlecht wäre. Ich mach's mal anders. Ich mach's mal so und so und so und so. Das ist doch jetzt mal eigentlich eine schöne Kombination. Zack, einen Moment warten, dass ich genug Mana regenerieren. 20 sind 21 CS. Also eigentlich. Nice. First Blood für die Gegner. Und noch einer tot. So, weiter wird die W hochgeskillt. Ah, die hat so einen Wahnsinnsschaden. Ey, dieser Splash. Der ist genial. Kostet mich aber auch, glaube ich, ziemlich viel Mana, oder? 90 Mana, das geht sogar noch.
Degradation. Meat. So, der Verschlinger sitzt. Wie viel Leben? Oh, so viel hat sie da gar nicht verloren. Krass. Okay. Vielleicht ist dieser Zungenslash doch besser. Ich probiere es einfach mal aus. Alles wird hier ein bisschen getestet. Damit ich ihn auch mal im Ranked auspacken kann. Sie ist Level 6. Da muss ich jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein. Das hätte ich aber gerne getroffen. Oh, ich habe meine Ulti. Da wird es auch nochmal interessant. Base Damage erhöht sich direkt um 30, ey. Trank wird nochmal eingeschmissen, der Mana-Trank. Ein Ward wäre nicht schlecht. Man kann natürlich einen Thumb Kench leicht ganken. Ich habe genug CC, ich habe die Q, ich habe die W für den Slow. Okay, ich habe keinen direkten Stun. Ich könnte den Gegner höchstens pressen. Junge, das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool, dieser Champion. Überzeugt mich nach wie vor. Ich finde es auch okay, ich komme gegen Riven klar. Obwohl das vielleicht auch nicht unbedingt die ekligste Riven ist, gegen die ich hier gespielt habe. Aber ich komme auf jeden Fall erstmal gegen sie klar. Und das ist für mich schon mal echt ein gutes Zeichen, gegen Riven klar zu kommen. Ich habe meine Ulti und die Ulti benutze ich gerne dazu, gerade wenn ich in der Toplane spiele, um dann auch wieder zurückzukommen in die Lane. Guckt euch an, ey, immer wieder regeneriert er seine Leben. Deshalb ist Spirit Visage eigentlich so wichtig, weil er damit einfach nochmal 20% die Heilung erhöht um 20%. So, weiter wird das Verschlingen geskillt, obwohl das jetzt immer noch 90 Mana, okay, also mehr kostet es mich nicht. Ah, das bringt nichts. Okay, das nützt nichts. Ah, ist der tanky. Ist der tanky, dieser Thumb Kench. Ey. Ich wollte eigentlich hier mir den Minion wegschnacken. So, Minions sind wieder unterm Tower. Ich kann das hier relativ entspannt jetzt runterspielen. Zack. So, ich habe TP, das heißt, ich brauche meine Ulti gar nicht zu benutzen. Obwohl, ich mache es anders. Ich benutze meine Ulti, um jetzt tatsächlich wieder zurück in die Toplane zu kommen. Dann kann ich nämlich besser mit der... Da kann ich nämlich besser mit dem TP eigentlich gleich roamen. Das ist doch mal eine gute Idee. 100 Mana kostet mich das. Okay. Da stellt sich wieder die Frage, ist das tatsächlich so eine gute Idee? Ich ulte gleich. Sei ready. Sei ready. Dauert aber noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Jetzt. Hier! Ah, der wollte mitkommen! Der wollte mitkommen! LOL! LOL! Der war doch schon da! Oh nein! der ist den ganzen Weg zurückgegangen, mit mir gemeinsam die Aktion zu starten. Sorry, war mein Fail. Ich wollte das Ganze einfach echt als Gap-Closer benutzen, aber das, ich hätte ihn natürlich mitnehmen können. Das wäre jetzt ganz geil gewesen. Oh, das wäre jetzt ein Bug. Das war ein Bug gerade. Guck mal. Der Minion ist jetzt nicht mehr zu töten. Was? Habt ihr es gesehen? Ersten Bug entdeckt von Thumb Kench. Alter, was geht ab? Komm, ich schnell dich weg, Baby. Komm! Ey!
nicht dein Ernst. Nee, das ist nicht dein Ernst. Ey, ich hätte sie besiegt. Ich hätte sie eigentlich besiegen müssen. Sie hatte 3 Stacks drauf. Ey, sie hatte 3 Stacks drauf. Please. Und jetzt kann ich es nicht riskieren. Alter, ich hätte meinen prozentuellen Schaden daraus gehauen. Komm schon! Ah, da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Schade. Da wurde ich weggepinkt, hab's aber erst ein bisschen zu spät gemerkt. 1:4. Das verspielt auf jeden Fall ein spannendes Ding zu werden. Riven ist Level 9, ich bin Level 8. Mensch, Mensch, Mensch. Ich brauch Schuhe. Ich brauch Schuhe, sie ist sehr beweglich. Das kann ich vielleicht dadurch so ein bisschen kompensieren. Oh Mann, ey, das war aber mega close, ne? Ich hätte sie echt fast gehabt. Also theoretisch hätte ich sie haben müssen, mit ein bisschen mehr Übung. Komm! Ach was. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. 2 kleine Missplays und tatsächlich hat der Echo jetzt 2 Kills, glaube ich. Gold 4-0. Der dreht also völlig am Rad. Wie sieht es sonst bei uns aus? Varus mit 90 CS bei den Gegnern. Unser Varus mit 57. Das ist. Achso, das ist aber ein Varus Mitte. Ganz interessant eigentlich. Varus gegen Ezreal, also irgendwie 2. 2 ganz interessante ADCs, die aber irgendwie aufgrund ihres Kits und aufgrund hier eher gerade wegen dem Item, gerade dem Runeglaive, ist er einfach jetzt in der Top, in der Mitte jetzt aufgetaucht. So, nächster Versuch für mich, das ist jetzt 2 Level vorne, weil ich einfach so lange und so knapp immer rumgetanzt bin. Ich werde jetzt, ja, ich werde jetzt einfach sicher spielen. Hopp, alle weg hier. So, wie viel Damage macht das Ganze jetzt? 33 der prozentuellen Leben. Ich denke mal schon, dass sie sich jetzt traut, mich zu fighten. Boah, der Schaden ist genial. Der ist aber insgesamt genial. Schön, dass sie das verfehlt hat schon. So, Riven, wo bist du? Guck dir das mal an. Ich hab richtig schön Leben regeneriert und sie nicht. Haha, ich habe schon wieder einen Minion getroffen. Ja, das glaube ich doch langsam nicht mehr. Ey, das ist ja sowas von close. Also mit ein bisschen mehr Übung könnte ich sie auf jeden Fall haben. Aber tatsächlich ist die Riven jetzt hier ein bisschen besser unterwegs. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich gönne ihr das ja auch. Ich brauche meine Ulti oder TP, um schnell wieder in die Lane zurückzukommen. Ich kann mir natürlich ja noch meine ganzen Flasks. Meine ganzen Flask-Tränke reinschmeißen. Oh, das Schild ist genial, aber ich muss tatsächlich jetzt zurück. Mann, 1, 2 kleine Missklicks, kleine Fehler. Und die werden natürlich hier bestraft. Jetzt hat sie auch meinen Tower, aber ich kann da nichts machen. Ich gönne mir auf jeden Fall nochmal ein paar Tränke, aber was ich jetzt gerade merke, ist, dass Tahm Kench tatsächlich einen Rod of Ages gut gebrauchen kann. Ich habe es ja im letzten Gameplay gebaut und er kann es wirklich gut gebrauchen, weil er einfach sonst relativ schnell ist. Und deshalb kann man es einfach bauen. Das Ding ist, das stackt auch super ins Late Game. Es gibt ihm Leben, es gibt ihm sogar Fähigkeitsstärke und alle seine Fähigkeiten funktionieren ja mit Fähigkeitsstärke. Also eigentlich genau das perfekte Item. Muss ich wirklich sagen, jetzt die Erfahrung habe ich jetzt so. Jetzt beim zweiten Game, kann ich so sagen, habe ich die, glaube ich, so erstmal gemacht. Even when you have no bait,
Riven hat. Das war ihr erster Kill sogar. Riven ist Level 11, ich bin Level 10. Also insgesamt, aber sie hat keine Ulti. Ich habe natürlich auch keine Ulti, die mega Damage macht. Nicht getroffen. Außerdem fühle ich mich jetzt unsicher, weil ich keinen Tower habe. Hier wollen die Rambazamba machen! Boah, der gegnerische Echo. Der gegnerische Echo. Das ist ja heftig. Der gegnerische Echo hat 5-0. Gar nicht mal so übermäßig viel. Ah, wo will ich jetzt hin? Oh, hier könnte ich eigentlich noch helfen. Könnte ich da reingehen oder könnte ich nicht reingehen? Das ist die Frage. Will noch jemand aus dem Team? Ich glaube gerade nicht. Yes, Alistair. Komm, du bist mein Mann. So. Ausspucken und raus. Boom. Komm schon. Ich brauche das fette Schild. Alter, wie lange ich gestunt war. Wie lange ich gestunt war. Der Echo-Stun. Wow. Oh, der gegnerische Echo ist Level 9. Unser Echo ist Level 8. Okay, das geht sogar noch. Riven. Riven ist natürlich ein böses Ding. Kann die hier was machen oder kann die nichts machen? Also ich habe gesagt, ich baue ihn eigentlich ein bisschen tanky. Was jetzt eigentlich ganz geil ist. Hier Righteous Glory. Gerade der Catalyst, der hilft mir. Das ist ja im Endeffekt dasselbe Item, das man auch bei einem Rod of Ages hat. Von daher kann ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Oh, der Damage war nicht schlecht. Und dann nochmal so ein Poke von Varus. Alter, das geht jetzt was. Da ist wirklich was riskiert. Das kann ich nämlich auch. Hm, kommt die Riven vielleicht von hinten? Ich soll die ein bisschen aufpassen. Oh! Ein bisschen zu tief, Alistair. Ansonsten war alles gut gemacht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, dann versuche ich jetzt mal wieder die Riven zu deffen. Sie ist Level 12, ich bin Level 10. Sie hat mit Sicherheit ihre Ulti. Sie ist aber auch relativ squishy. Alter. Zerfetzen uns. Das passiert ja nicht oft, aber manchmal kommt es vor. Ist aber nicht schlimm. Man muss auch mal ein Spiel verlieren können. Oh, und unser Echo ist tot. Alto Belly. 2-7. Aha, unser Echo. Ich habe Angst. Ich kann da gar nicht hingehen. Ist er ein Top-Laner oder ist er kein Top-Laner? Was ist eure Meinung? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall ist er ein Champion, der geil ins Late-Game skaliert. Das ist klar. Oh, Jinxie. Swap, Jamba. Na schon!
Varus hat den Kill bekommen. Und mit wem ist er angereist? Mit diesem riesigen Breitmaulfrosch. Das ist doch... Oh, hier. Oh, Hilfe. Komm schon, Alter, wenigstens den Damage habe ich gemacht. Aber warte mal, war Ezreal, der war Oh, unser Echo hat es doch schön versucht. Schön versucht, schade. Really, really schade. Das hätte was werden können. Ezreal hätte der vorbeikommen können? Ich vermute, der war Aber vielleicht hätte er auch vorbeikommen können, weiß ich nicht. Muss ich mir später noch mal im Replay angucken. So, Tahm Kench, unser S, der hat aber auch schön gefarmt, hat er gut gemacht. Unser Varus, im Vergleich zum gegnerischen Varus, aber unsere Riven hat auch viel besser, also die gegnerische Riven hat auch viel besser gefarmt als ich, weil ich einfach 1-4 stehe und sie steht 1-0-3, sie ist halt gar nicht gestorben, sie hatte die ganze Zeit freien Farm sozusagen. Ich war halt ab und zu mal mit den Death-Timern beschäftigt. To covet is to starve. Ich werde auf jeden Fall Tam nochmal jungeln. Hab ich auch Bock drauf. Boom! Das gibt's doch nicht! Wow, die sind zu gefeedet. So viel Schaden, die raushauen. Alter Verwalter, die picken uns jetzt nacheinander raus. Also das können wir echt nicht mehr schaffen. Sogar der Malphite. Der Malphite war deren Support, richtig? Mit Ignite, was hat der? Und der baut sogar auf AP. Und wir sind geaced. Und Riven war nicht mal da. Also tatsächlich... Also tatsächlich können wir das hier nicht mehr schaffen. Schade. Aber trotzdem, ich habe Tam einfach nochmal in der Topline ausprobiert. Einfach nochmal gegen den Riven. Und gegen den Riven finde ich tatsächlich, dass er okay war. Also jetzt viel zu schlecht fand ich ihn gerade nicht. Fand ich echt okay. Ab in mein breites Maul. Ja, wo ist sie jetzt? Von mir wird sie auch nochmal gestunt. Boom! Hilfe, Papa! Wow, Echo too strong. Er haut sogar ab. Krass, gegen uns beide drauf. Nein, Ellie! Da wird aber mit der Zunge reingeschnalzt. So, jetzt habe ich mein Righteous Glory. Hilft natürlich super zum Engagen. Eher zum Engagen als zum Disengagen. Aber das Problem ist jetzt, wenn wir hinten sind, dann bringt mir dieses Item wiederum gar nicht mal so viel, weil wir ja eigentlich eher am Disengagen die ganze Zeit sind, obwohl das auch hilft. Also wenn das ganze Team... Also wenn das ganze Team gemeinsam unterwegs ist, ist Righteous Glory einfach am effektivsten, weil es ja alle Mates verschnellert, einen selbst ja erstmal nicht. Boom. Dieser Tamilicious, und den haben wir hier. Warum, wir versuchen es einfach mal, oder? Oh, da haben wir schon den nächsten. Riven gestunt! Oh, die Jinx Ulti. Hilfe! Hilfe!
nochmal geslowt. Nein, jetzt bin ich geslowt. Und ich bin tot. Nein. Es war auf jeden Fall knapp. Ey, ich muss das einfach jetzt auch mal hochladen, weil so eine Zerstörung der Community habe ich, glaube ich, noch nie hochgeladen. Aber ich habe trotzdem Spaß an diesem Spiel und das ist das Coole an Community gegen den Rest der Welt. Man kann mal trollige Picks ausprobieren, man kann mal verlieren und man kann trotzdem auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß haben. Also gerade in Normals ist das ja total kein Problem, weil man verliert ja auch keine Punkte. Ich verstehe, wenn man in Ranked, wenn man sich da ein bisschen ärgert, aber in Normals, hey Leute, YOLO. Zack. Gibt's hier nochmal ein Benji's Veil, oder? AP, AD, AP, AD, AP, AD. Alter, die sind so gefiedelt. Jeder von... Boom! Dafür bin ich gestorben. Dafür bin ich gestorben. Für diese geile Verschlingungsaktion. Das ist schon ziemlich geil. Also dieser Champion macht auf jeden Fall Spaß. Ich muss halt immer noch ein bisschen ausloten. Besser Support oder besser Toplane. Toplane, ich vermute mal, da wird es schwierig. Boah, die Gegner nehmen jetzt richtig schön was. Ach, ein Spirit Visage. Na klar. Das brauche ich jetzt, das baue ich mir. Zack. Oh, den haben sie. Oder ist da? Alter, der ist ja verrückt. Ey, ist der verrückt? Yes, Alice hat. Nein. Nein. Oh! Er hat wieder versucht, mich zu retten. Toll. Alle gefiedert, wir sind tot. Hilfe! Da kannst du einfach nichts mehr machen. Gucken wir uns die Zerstörung einfach nochmal an. Die Gegner dürften das jetzt aber auch mal langsam beenden. Denn irgendwann reicht's auch. Das sieht nach einem Loose aus. Könnte... ...14:41. Es tut weh. Es tut wirklich weh. Aber es tut nur weh in meiner... Wie soll ich sagen? Es tut nicht weh im Herzen oder so. Das sowieso nicht. Weil ein Spiel ist es ja nicht wert, dass es im Herzen wehtut. Aber es tut auch nicht weh in der Ehre oder so. Also wenn man richtig geil spielt, dann ist natürlich in einem... Das ist natürlich in einem Rank, das ist sowas extrem schade. Aber ja, man will natürlich trotzdem gewinnen. Also so ein bisschen der Ehrgeiz muss natürlich auch da sein. Und schade, ich hätte das natürlich lieber gewonnen. Ganz klar. Aber gleich gibt es nochmal ein Game. Tamina im Jungle. Oh yeah. Da habe ich Bock drauf. Frage ist, was jetzt die Gegner fabrizieren. Nope. Dieses Biest. Wow, wieder einer tot von uns. Alter, der wenig. Ne, 5 Kills ist. 5 Deaths ist das wenigste. Was haben die denn jetzt vor? Einfach durchpushen oder was? Die haben 3 Drakes. Oh nein! Killt nicht unseren Echo. Boah! Yes! So einfach für ihren Knock-Up weggesprungen. Oh oh. Die Minions sind hier eklig am Pushen. So, jetzt gleich nochmal Action mit Righteous Glory. Was meint ihr, Leute?
Puh, ich meine, da kommt nichts mehr. Es ist leider vorbei, aber einfach mal ein tolles Beispiel. Die ganze Community, alle, die jetzt hier gerade mitgespielt haben, hatten trotzdem den Spaß, haben einfach gelacht, haben ihr Buddy geschrieben, haben Stay Positive geschrieben. Und genau das ist es. Man darf auch mal ein Spiel verlieren. Und es ist noch nicht verloren. Du kannst vielleicht noch gewinnen. Vielleicht kannst du noch gewinnen. Der gegnerische Echo ist tot. Das ist wichtig. Der 16-2er. Wow. Und? Yes! Good job! Hat er schön gemacht. Der Israel. Das ist bei uns auf jeden Fall der MVP. 6-12, der... 6-6, der hat sogar positive KDA. Another meal. Yeah, und sein Inhibitor ist wieder da. Ist das das Comeback? Wir liegen ja nur 30 Kills hinten. Nice, die Gegner haben den... Ne, den dritten Drake. Ich dachte, das wäre schon der vierte. Also wenn sie den fünften irgendwann haben, dann wird es für uns ganz schwer. Na, Ezreal kommt jetzt auf. Alter, schön gemacht. Ah, bisschen verzögert kommt das Ganze aber schon hier. Wow, und seine Ulti trifft uns irgendwie alle. Alter! Hilfe! Ich rette dich, Ezzy! Ich rette dich! Ooh, love you! And I love you too, bro! Oh, ich hab ihn! Ey, der müsste jetzt tot sein! Yes, 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 yes! Ich hab noch einen weggefressen! Good job, good job! Und da gibt's nochmal ein Herzchen! Alter, das ist aber geil. Und deshalb glaube ich, dass Tam, jetzt gerade habe ich so das Gefühl, doch als Supporter einfach besser ist. Als Supporter, ihr habt die Möglichkeit, die Gegner zu poken, die Gegner zu fressen, also auch sogar einen dann rauszunehmen, wenn es sein muss. Aber ihr könnt sogar euren ADC oder irgendeinen anderen aus dem Team, könnt ihr schützen. Und ihr seid, wenn ihr den Gegner frisst, seid ihr sehr langsam. Wenn ihr einen Mate frisst, hier steht das, 50% zusätzlichen Movement Speed, das ist heftig. Das ist echt heftig. Geil ist, dass die Ulti von Ezreal trotzdem geschossen hat. Und ich weiß ja nicht, ob... Alter, ist das ein Fetter. Das ist ein Fetter. Hä? Wenn man die Ulti neu aktiviert, wird sie abgebrochen oder was? Beginnt scheint during the time when I reactivating disability to travel along. Ich glaube CC blockt. Alter! Der macht so einen Höllenschaden. Dabei wurde das Item doch schon genervt. So, sieht tatsächlich jetzt so aus, als ob es vorbei ist. Ich habe in meiner Abschlussansprache eigentlich schon gehalten. Es ist immer noch nicht vorbei. Es ist immer noch nicht vorbei! Das ist ja wahnsinnig. Oh, Ruben! Mit der Fetzi. Boom. Oh nein! Ey, das überlebt es. Nein, sie überlebt es nicht! Habe Riven nicht gesehen. Schade.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir es noch gewinnen können, aber ich bleibe auf jeden Fall positiv. Vielleicht ändert sich das ja wirklich noch. Die Gegner haben 3 Drakes, wir haben 1 Drake. 35 Minuten, ich dachte eigentlich, jetzt ist es schon nach 20 Minuten vorbei. Aber wir halten uns. Alter, das ist sowieso ein Riesenfeldschluck. Hey, Alter! Wie Schaden hat er gerade bekommen? Wir können gewinnen. Wenn wir gewinnen würden, wäre das der Wahnsinn. Ich habe gerade richtig Bock drauf, das jetzt auch noch richtig ernsthaft runterzuschauen. Was? Das hat die Super Vasallen direkt zerfetzt? 33% der gegnerischen maximalen Leben. Warte mal, Enemy Allies. Gut gemacht! Ey, ich blieb da nicht mehr. Ist ja unglaublich. Das Team macht das ja fantastisch. Oh! Wieder gut gemacht von dem Alistar! Nein, der Alistar hat uns so schön beschützt. Das reicht aber alles nicht. Ascarius, ja bitte. Und ich hätte hier auch Righteous Glory aktivieren können. Okay, was gibt's als nächstes? Ich habe ja schon alles. Ich habe schon alles. Nein, habe ich nicht. 170. Alter, der holt sich wirklich noch wen. Das ist unglaublich. Die Gegner haben 4 Drakes. Der nächste Drake könnte es entscheiden. Baron könnte es auf jeden Fall entscheiden. Ich bleibe aber motiviert. Nur der Ezreal mit 7 Toten. Ist er wirklich am seltensten in unserem Team gestorben. Bei den Gegnern haben wir 3 und 4. Wow, Riven. Nicht schlecht. I have tastes that aren't easily. Wir haben keine Tower mehr. Wir haben keine Tower mehr, das wusste ich gar nicht. Die Ulti, die Range. Wir haben Baron! Nee. Sie hat aufgehört. Haben wir eine Chance oder haben wir keine Chance? Mir gerade gezeigt, wir haben eine Chance. Alter. Komm schon. Yes! Hey, wenn wir das gewinnen! Das wäre für mich unglaublich! Zack, da ist er schon mal geslowt! Nein, ich hätte nicht flashen müssen. Ich hätte nicht flashen müssen. Kein Ding. Ich habe es echt unterschätzt. Und unser Varus war nicht mal dabei. Der hat mich bekommen. Aber die Gegner sind geächt. Ey, wenn wir das noch einmal... was soll ich dazu sagen? Das ist nicht normal. Dieses Spiel ist gerade absolut nicht normal.
Unser Inhib ist wieder da. GG. Ich hab keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ist Ezreal AP? Ist er so übermächtig oder was? Oh, Echo ist auch strong. Echo ist auch strong. Genau, jetzt zurück. Die Frage ist, waren wir gerade alle gegroupt? Und die Gegner haben uns trotzdem nicht bekommen? Nee, wir waren ja nicht gegroupt. Die Gegner waren die gegroupt? Oh oh. Schnell fight. Riven. Riven mit GL. Oh. Wo ist sie? Wo ich Angst vor habe, ist wirklich noch Baron oder Drake. Hier ist sie. Yes, die Ulti trifft! Ja, komm schon, komm schon, komm schon! Da muss was gehen, da muss was gehen. Nein, 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 ist das nicht. Alter, meine Ulti geht schon bis zu ihr. River King! Uh oh! Huh. Oh, das ist jetzt doch gewesen! Das ist jetzt doch gewesen! Ezreal wollte sich backporten. Schade, wir haben echt tapfer gekämpft. Good job an alle, die hier jetzt dabei waren. Ihr habt echt euch alle mit der allerbesten Mühe geschlagen. Und wir haben nicht aufgegeben. Wenn wir fallen, dann fallen wir stolz. Das ist wichtig. Und ja, letztendlich ist es jetzt aber vorbei. Ich danke euch natürlich auch allen fürs Zuschauen, dass ihr euch diese Tortur angeguckt habt. Ich bin euer Vorwort. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.